jetzt bin ich sogar scharf gestellt. Lauter mein kleinen Moment. Herzlich willkommen. Heute Montag, 25. Januar, kurz nach 11 Uhr. Hallo an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Ihr habt es vielleicht oben in dem kleinen Anlauftext lesen können. Wir haben heute die 200. Sendung von Bildungswerk Live. Anlass genug für mich, heute mal ein Hemd anzuziehen und anzustoßen, allerdings, wie es sich für die Uhrzeit gehört, mit reinem Leitungswasser, bestes frisches Hamburger Leitungswasser. Ihr seht auch oben, sende wieder aus dem Homeoffice in Hamburg. Also auf die 200. Sendung, euch allen ein herzliches Willkommen. Prost! Ja, worum geht's heute? Wir haben in wenigen Wochen Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Und da geht es natürlich auch wieder darum, dass die Weiterbildung sich entsprechend positioniert. Wir haben den Landtagsfraktionen unsere Fragen für die Zukunft übermittelt. So wie es aussieht, werde ich euch in der kommenden Woche auch die Antworten zu den Fragen schon übermitteln können. Die ersten Antworten der Fraktionen sind bei uns eingegangen. Aber das ist das, was wir sozusagen hören wollen, was die Politik mit uns vorhat. Wir haben aber unsere eigene Agenda, auch wir haben unsere Ziele. Und darüber berichte ich in der Sendung Countdown zur Landtagswahl von Rheinland-Pfalz. Ich switche mal kurz um. Sollte klappen. Mein Bildschirm checke ich immer, ob das auch tatsächlich sichtbar ist. Ja, und bevor ich starte, ein klitzekleiner Aufruf und Hinweis nochmal auf unser Angebot Sport bewegt online. Ein vierteiliges Angebot, was das Bildungswerk da für euch vorhält, von der Veröffentlichung eurer Veranstaltungen, natürlich in Präsenz und jetzt natürlich auch online, über die Möglichkeit, eure eigenen Online-Videos bei uns auf die Vimeo-Plattform zu stellen, kostenfrei für Kooperationsvereine. Die Möglichkeit für ein kleines Entgelt unsere Videoplattform zu nutzen über mein Bildungswerk Sport bzw. Sport bewegt online, wo schon einige Vereine da aktiv sind. Und für die Verbände, die ein eigenes Aus- und Fortbildungsprogramm haben, ebenfalls die Möglichkeit, unsere Lernplattform mit für sich zu nutzen. Das erspart dem Verein, dem Verband auf jeden Fall eine ganze Menge Installations- und Administrationsarbeit. Da steigen wir euch dann zur Seite. Wer dazu Informationen haben möchte, einfach Mail oder Anruf bei uns in Mainz oder bei einer Adresse, die ihr natürlich auch ganz schnell recherchieren könnt. So, ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen. Und wir können ins heutige Programm einsteigen. Countdown zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz. Wir haben noch 7 Wochen, schon wie angekündigt. Und die Weiterbildung in Rheinland-Pfalz, das habe ich in einer, oder eigentlich in jeder der vorhergehenden Sendungen immer schon erwähnt, ist ein Zusammenschluss der verschiedenen Träger der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz. Das ist nicht in allen Bundesländern so üblich, da herrscht häufiger auch schon mal Hauen und Stechen. In Rheinland-Pfalz haben wir aber seit gut 10 Jahren ein sehr, sehr konstruktives Miteinander. Die Organisationen kooperieren an sehr, sehr vielen Stellen. Die Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer tauschen sich regelmäßig aus, stimmen ihre Positionen ab und kommunizieren deswegen auch Richtung Politik mit einer Stimme. Und unser Leitthema in der Erwachsenenbildung ist natürlich Bildungsgerechtigkeit und die Ermöglichung von Teilhabe. Wir stellen immer noch fest, dass in Rheinland-Pfalz noch große Teile der Bevölkerung ja nicht zwingend ihr Recht auf Bildung, ihr Recht auf lebenslange Bildung
wahrnehmen. Das hat unterschiedliche Gründe und das wollen wir mit unserem Programm Erwachsenenbildung für Rheinland-Pfalz in den kommenden Jahren nochmal wieder verstärkt angehen. Die Weiterbildungsorganisation in Rheinland-Pfalz, das sind zum einen die sechs anerkannten Landesorganisationen der Weiterbildung, wozu auch das Bildungswerk des Landessportbundes gehört und dann zusätzlich noch der Verband der Volkshochschulen. Und die stellen eigentlich den wichtigen Eckpfeiler für die Weiterbildung in Rheinland-Pfalz dar. Wir sprechen da auch häufig von der sogenannten vierten Säule. Es gibt die schulische, die universitäre, die berufliche Weiterbildung, das sind die einen drei Säulen, und dann die Erwachsenenbildung, die vierte Säule. Und die Bildungsinteressen und die Bildungsbedarfe der Bürgerinnen zu erkennen und für diese ein passgenaues, modernes, bezahlbares Bildungsangebot in der Stadt, und jetzt ganz besonders wichtig, natürlich auch in den ländlichen Regionen zu entwickeln, ist Teil unserer Aufgabe. Das erkennt man auch beim Bildungswerk sehr, sehr gut. Wir sind direkt von vornherein mit unseren Beratungszentren flächig aufgestellt, beziehen uns da nicht nur auf die Oberzentren, sondern sind auch häufig in den Mittelzentren oder sogar in den kleineren Regionen mit Mitarbeitenden versehen, also in Idar-Oberstein, Montabaur, Schifferstadt, Dreiskaden und ja, das sind ja so die kleineren Städte und dann Trier und Mainz als größere Städte. Ja, also wir haben einen ganz klaren Blick auch auf die ländlichen Regionen. Wir im Bildungswerk mit 450 und rund 450 Partnerorganisationen setzen diese Flächigkeit auch schon sehr, sehr gut um. Dennoch gilt es da, sich nicht darauf auszuruhen, sondern das immer weiterzuentwickeln und zu aktualisieren. Und ihr wisst, also jeder, der da jetzt in seinem Sportverein aktiv ist oder im Verband, gerade jetzt haben wir fundamental veränderte Rahmenbedingungen. Ja, insbesondere die aktuelle Corona-Pandemie. Und das ist eine enorme Herausforderung. Und dann hoffen wir natürlich, dass die Politik nicht nur auf die großen Konzerne schaut, sondern natürlich auch auf das Recht der Erwachsenen, ihrem Recht auf Bildung. Und dass da eben die öffentlich geförderte Erwachsenenbildung nicht hinten runterfällt. Und unser Ziel, also der Erwachsenenbildung für die nächsten Jahre, ist es, einen Weiterbildungs- und Digitalpakt mit dem Land zu schließen. Und dieser Pakt, der soll fünf Bereiche umfassen, die Handlungsfelder hier mal aufgelistet. Und zu diesem jedem einzelnen Handlungsfeld verrate ich euch jetzt gleich die Ziele. Für alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier aus Rheinland-Pfalz, achtet da so ein bisschen drauf. Ihr werdet in den nächsten Wochen ja auch Kontakt mit der einen oder anderen Landtagsabgeordneten bekommen. Sprecht sie einfach auch mal auf die Ziele der Weiterbildung an. Fragt mal nach, wie sie darüber denken, wie sie sich dafür einsetzen wollen. Und schaut vielleicht auch mal, das könnte ich mal nachreichen in einer nächsten Sendung, welche Landtagsabgeordneten und aus welchen Regionen die kommen, die gerade für den Bereich Weiterbildung, Bildung im Landtag aktiv sind. Ja? Also gehen wir mal die Handlungsfelder durch und die Ziele, die die Weiterbildung und wir im Bildungswerk Sport damit verknüpfen. Ich sprach das eben gerade schon an, die Weiterbildung ist eigentlich die vierte Säule neben Schule, Hochschule und betrieblicher Ausbildung. Allerdings muss man feststellen, dass die Weiterbildung mit Sicherheit nicht die gleichen Rahmenbedingungen hat, auch nicht die gleiche finanzielle Grundausstattung und auch nicht die angemessene Aufmerksamkeit in der Politik hat. Das kann man an Kleinigkeiten erkennen. Man guckt zum Beispiel mal auf die Webs, also auf den Facebook-Eintrag des Ministeriums für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur und zählt dann mal die Themen, über die sich das Ministerium der öffentlich darstellt. Dann hört man häufig, wir haben da den Kulturminister, wir haben den Wissenschaftsminister, der Begriff Weiterbildungsminister
fällt da ganz, ganz selten. Ebenso gibt es ganz, ganz viele Beiträge über Kultur und universitäre Aktivitäten, aber ganz, ganz selten nur über die Aktivitäten der Weiterbildung. Dabei wendet sich die Weiterbildung eben nicht nur an eine kleine Zielgruppe, sondern an alle Menschen in Rheinland-Pfalz, die älter sind als 16 Jahre. Und das ist eine ganze Menge. Ja? Und dieses Defizit in der Öffentlichkeit, das spiegelt sich dann auch wieder in der finanziellen Ausstattung der Weiterbildung. Und das ist unbenommen, ne? Also wenn wir schauen, mit welchem niedrigen Aufwand wir zum Beispiel unsere Online-Angebote produzieren, sozusagen aus dem Team heraus, das würde an einer Universität oder an einer Schule, auch im beruflichen Kontext, nie funktionieren. Da werden erstmal Millionen bzw. milliardenschwere Investitionen getätigt, bevor da gestartet wird. Und selbst dann, das kann man ja nun auch gerade wunderbar erkennen, selbst wenn diese finanziellen Mittel an den Stellen geflossen sind, heißt das nicht, dass es da alle Hurra rufen und den Erfolg bejubeln können. Ja? Also da bedarf es tatsächlich eines Paktes, in dem festgeschrieben ist, dass wir zum Beispiel eine prozentuale Steigerung pro Jahr in der Erwachsenenbildung haben oder eine prozentuale Verknüpfung mit dem Bildungsetat insgesamt, sodass eben man automatisch partizipieren kann. Das kann, wenn man sich das in Zahlen anschaut, vielleicht sogar ein bisschen vermessen klingen, weil es plötzlich heißt, die Erwachsenenbildung will viermal so viel Geld. Ja? Aber wenn man sich vor Augen führt, dass aktuell die Erwachsenenbildung 0,25% des gesamten Bildungsetats von Rheinland-Pfalz nur erhält, also ein Viertel Prozent des gesamten Bildungsetats geht in die Erwachsenenbildung, also für alle Menschen, die älter sind als 16, dann ist ein Vervierfachen nicht wild, weil dann haben wir immer noch erst nur 1% des gesamten Bildungsetats in der Erwachsenenbildung. Ja, also ein Vervierfachen ist da nicht gierig oder vermessen, sondern das ist ein erster kleiner Schritt zu einer vernünftigen Positionierung der Erwachsenenbildung. Ich hoffe, ihr könnt uns da unterstützen und fragt eure Landtagsabgeordneten auch jeweils, wie sie dazu stehen. Klar, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, haben wir im Bildungswerk auch schon seit, ich glaube, 2001, da haben wir unsere erste Online-Fortbildung durchgeführt. Ein ganz wichtiges Thema. Aber auch hier muss man feststellen, dass die digitale Grundbildung in der breiten Bevölkerung noch lange nicht so ausgeprägt ist, wie wir uns das wünschen. Ganz aktuell spürt man das auch in der Kooperation mit den Sportvereinen. Wir haben Übungsleiterinnen und Übungsleiter, die, sagen wir mal, gerne jetzt auch ein Online-Angebot im Bewegungsbereich machen wollen. Und man feststellt, die sind gar nicht geübt, ihr Programm online darzustellen. Welches Videoportal nehme ich? Welche Hardware brauche ich? Wie mache ich das am besten? Aber noch stärker spüren wir das auf der Seite derer, die daran teilnehmen wollen. Ja, also wir begleiten mittlerweile eine ganze Reihe von Vereinen in ihren Online-Angeboten und sind dann auch immer in den ersten Kursstunden dabei und machen im Prinzip die Beratung für die Kursleiterinnen und Kursleiter dann vor Ort, wie man in einem Online-Kurs die Teilnehmenden gut begrüßt, wie man sie am Anfang zusammenbringt, auffordert, vielleicht ihr Mikrofon anschließend wieder stumm zu schalten. Also ganz, ganz vielfältig. Und wir merken, wir können dann noch nicht auf eine vorhandene Grundbildung, und wir sagen dann dazu gerne, das Ziel muss sein, eine digitale Virtuosität zu erreichen, dass man mit der Vielfalt der Möglichkeiten klarkommt. Dass es nicht heißt, ich muss unbedingt Zoom nehmen, ich muss nicht unbedingt Jitsi nehmen, ich muss nicht unbedingt Big Blue Button nehmen, sondern ich kann mit den
verschiedenen Portalen zum Beispiel umgehen, ja, um da mehr Flexibilität zu haben. Wir im Bildungswerk haben ein breites Weiterbildungsangebot, was das Thema Digitalisierung angeht. Ihr bekommt, glaube ich, auch in der nächsten Sport in Form und meine auch in einer nächsten Fallsportausgaben unser Digitalisierungsprogramm angeboten. Unsere Kooperationsvereine, das auch nochmal direkt per Post. Nehmt es auf, wenn man früher gedacht hat, das ist nicht so wichtig oder damit kommt man ja ganz gut klar oder vielleicht sogar noch schlimmer, das brauche ich nicht mehr. Nein, wir werden alle noch so alt und alt genug, um noch genügend Veränderungen an der Stelle mitzumachen. Und genau jetzt ist der richtige Punkt, einzusteigen und dort sich weiter zu qualifizieren. Fragt uns auch mal nach, welche Möglichkeiten der Beratung wir haben, wie ein Sportverein sich an der Stelle gut aufstellen kann. Dann stellen wir natürlich auch fest, dass die Infrastruktur in Rheinland-Pfalz noch nicht so super ist. Also ich glaube nicht, dass in jeder Sportstätte wir eine funktionierende WLAN-Verbindung mit dem Internet haben. Vielleicht haben wir da WLAN, aber dann ist das WLAN so langsam, dass darüber nicht wirklich transportiert werden kann. Wir arbeiten an verschiedenen Stellen daran, dass wir Vereinen, zwischen unseren Kooperationsvereinen, an unseren Standorten zukünftig ein kleines Videostudio anbieten können. Da wird es in den nächsten Wochen neue Informationen zu geben. Also ganz wichtig, Infrastruktur. Vielleicht aber auch an die Vereine mit eigenen Liegenschaften, mit eigenen Sporthallen. Achtet einfach darauf, dass eure Sportstätten einen vernünftigen Internetzugang haben. Das ermöglicht den Vereinen, den anderen Vereinen, das kann man dann ja ermöglichen, die Möglichkeit, selber online zu präsentieren, beziehungsweise auch Videos aufzuzeichnen und sie anschließend zur Verfügung zu stellen. Denn eins ist sicher, nach Corona, wenn wir das überwunden haben sollten, wird irgendetwas anderes kommen. Entweder sei es nicht so tolles Wetter oder Dunkelheit oder Menschen haben aus anderen Gründen nicht so viel Zeit, um von A nach B zu fahren, steigende Spritpreise vielleicht oder. Und das Online-Angebot wird auch zukünftig ein wichtiges Angebot der Sportvereine bleiben. Nicht ausschließlich, aber die Menschen werden schauen, hat mein Sportverein etwas in dieser Richtung Programm oder nicht. Und ganz, ganz wichtig natürlich auch, ich habe das direkt im ersten Satz zum Thema Digitalisierung angesprochen, nicht alle Lehrkräfte, nicht alle Kursleiter und Kursleiter sind bereits qualifiziert für das digitale Lehren. Und es geht ja nicht darum, einfach nur eine angeleitete Fitnessstunde zu geben, sondern wenn wir von qualifizierten Kursen sprechen, dann ist das ja immer eine Interaktion zwischen den TeilnehmerInnen und den KursleiterInnen, ja, mit Entwicklungstipps, mit Verbesserungsvorschlägen, mit Varianten. Ja? Und so wie eine geübte Kursleiterin, guter Kursleiter seine Gruppe in der Sporthalle, im Bewegungsraum im Blick behalten kann und auf die Person zugeht, entsprechend Korrekturen anbringt oder auch positives Feedback gibt, bedarf es natürlich die gleiche Methodik auch im Online-Bereich. Und das bedarf einer Übung und vielleicht auch ein bisschen Coaching durch qualifizierte Organisationen, wie wir zum Beispiel sind. Und eines, das will ich noch einen Begriff reinbringen. Das nennt sich hybride Formen. Das kennen wir jetzt aus dem Schulbereich, immer dann, wenn es heißt Wechselunterricht. Die eine Hälfte der Klasse ist im Raum, die andere Hälfte der Klasse ist zu Hause. Auch das kann man sich im Sport sehr, sehr gut vorstellen. Ja, man kann damit die Gruppen reduzieren. Manche Räume sind ja vielleicht nur für
10, 12 Personen zugelassen. Aufgrund der Abstandsregeln, die Gruppe besteht aus 15 bis 20 Personen, ja, kann man das im Wechselunterricht halt auch durchführen. Dazu muss man allerdings in der Lage sein, hybrid, das heißt in Präsenz und gleichzeitig online, einen Kurs halten zu können. Also mal für sich im Verein mal so einen kleinen Check machen, ob man sich das schon zutraut. Und wenn man den Eindruck hat, dass das nicht gehen, ja, dann sollte man vor das nicht ein noch setzen, noch nicht geht. Und man darf gerne überlegen, welche Schritte in die Wege zu leiten sind, damit das klappt zukünftig. Denn alle Sportvereine, die jetzt sozusagen auf dem Markt sind, auch die, die über 100 Jahre alt sind, 150 Jahre alt sind, die haben sich in den Jahren nicht immer festgeklammert an der Vergangenheit und an dem, was sie gewohnt waren, sondern die haben immer wieder die neuen Herausforderungen angenommen, sie umgesetzt. Und ich erinnere mich an eine Zeit, da gab es häufiger so Internet-Gremien, so die beste Internetseite eines Sportvereins. Und das Erstaunliche war, dass meistens Sportvereine, die sehr alt waren, auch die Preise gewonnen haben für die beste Internetseite. Eigentlich verrückt, man hätte jetzt gedacht, so, dass die neuen Vereine da stärker sind. Also Tradition kann auch mit Innovation einhergehen und macht euch da einfach dran. Haben wir ja auch zusammen mit dem Nachbarverein. Also Kooperation ist sowieso immer eine der besten Möglichkeiten, vorwärts zu kommen. Letzte Woche habe ich das schon angekündigt, die politische Bildung. Sportverein, gerade auch im Sportverein wirken. Ich glaube, ich hatte hier gerade so einen kleinen Webunterbrecher. Bin aber wieder, glaube ich, da und auch hörbar. Also Querschnittsaufgabe, politische Bildung, verstärkter Dialog, neue Beteiligungsformate. Wie geht man in einer Kursgruppe mit Dingen um, die nicht unserer Gesellschaftsordnung entsprechen. Wie gehen wir mit ja, Angriffen auf Minderheiten um? Wie reagieren wir in der Gruppe, wenn so pseudo-witzige Bilder rumgereicht werden, die eigentlich gar nicht witzig sind, sondern eigentlich nur menschenverachtend? Da, und das ist kombiniert natürlich mit der Medienkompetenz kann ich unterscheiden, was ist plausibel, was ist gesichert, was ist nur eine Behauptung. Ich habe heute Morgen schon wieder so eine Stunde im Social Media verbracht, um da auch mal ein bisschen einzuschreiten und ein bisschen mitzudiskutieren, wenn man den Eindruck hat, dass der etwas allzu schnell geteilt worden ist, wenn man dann sich mal anschaut, wo das herkommt, mit welchem Zweck das gemacht wird. Also da bedarf es gerade so denn auch mit dem Sport, mit dem Spiel, mit dem Sportverein eine gewisse Aufmerksamkeit. Und ich würde mich freuen, wenn jeder Sportverein da vielleicht auch intern ein kleines Seminar, so ein Samstagsvormittag oder ein Samstagnachmittag mal einen Workshop zu verbringen. Social Media in unserer Region oder. Das ist auch im Übrigen ein Weiterbildungsthema, was natürlich bezuschusst wird. Aktuell darf das nicht in Präsenz stattfinden, sondern nur online. Aber wieso nicht ein kleines Online-Seminar auf dem Sportverein dazu?
wird auch vom Bildungswerk entsprechend bezuschusst. Ja, hier geht es also auf jeden Fall um Demokratiebildung. Okay, ich weiß, wie das auch im Sportverein mit der Mitgliederversammlung ist. Da sind auch nicht immer so viele anwesend. Ja, da könnte man schon mal gut ansetzen. Und zum nächsten Punkt. Kaum zu glauben, dass das im Jahre 2021 immer noch ein Thema ist. Und wir reden bei Alphabetisierung jetzt nicht nur über Alphabetisierung bei Flüchtlingen und Migrantinnen, sondern auch in unserer Aufnahmegesellschaft, also unseren Bürgerinnen und Bürgern mit Sachen, einem also deutschen Hintergrund, ne? Also irgendwie hier aufgewachsen, geboren. Ich meine, wir haben immer noch 12% funktionale Analphabeten Level 1. Sprich, die können zwar einzelne Worte und Sätze lesen, haben aber Schwierigkeiten beim Verstehen der Texte. Und da sind die Menschen, meine ich, über 70 und unter 16 Jahren ausgeschlossen in dieser prozentualen Benennung. Sondern da geht es um Menschen, die theoretisch berufsfähig sind, also zwischen 16 und 67, das dort gerechnet. Da haben wir also noch zweistellige Prozentzahl von Menschen, die nicht richtig lesen und schreiben können. Ja, was kann der Sport an der Stelle machen? Naja, er kann da auf jeden Fall sensibilisieren und aufmerksam machen für die Angebote, die es in Rheinland-Pfalz dazu gibt. Und ich gebe hier nur mal das Stichwort Rubinet und natürlich Alpha-Telefon. Ja, und wenn einem das im Sportverein auffällt, das kann an den ganz, ganz verschiedenen Stellen sein, Ausfüllen eines Formulars, also wenn einem auffällt, dass jemand sagt, das sind die Klassiker, das sind wirklich die Klassiker. Ich habe gerade kein Stift dabei, kannst du das für mich ausfüllen oder ich nehme es mit nach Hause oder ich habe meine Brille nicht dabei. Also wirklich ganz, ganz klassische Aussagen, ruhig mal aufmerksam sein, ansprechen, sich vielleicht selber im Vorfeld informieren beim Grubinet, das ist auch eine gemeinsame Zusammenschluss unserer Weiterbildungsorganisation und da dann vielleicht mal einen Flyer mitgeben und die Menschen aus ihrer Situation herausholen. Klar brauchen wir da aber auch, ich habe hier, doch, ich gucke hier gerade mal, ich habe mir das immer noch notiert gehabt, wir haben in Deutschland 6,2 Millionen Menschen mit Lernbedarf in Bezug auf die Schriftsprache. Und wie gesagt, damit sind nicht die Altersklasse gemeint unter 16 und über 67. Also dazwischen haben wir jetzt 6 Millionen, über 6 Millionen. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, jetzt haben wir Wahlen und man sagt ja, informier dich über die Parteien. Und dann sind da so und so viele Menschen, die das Parteiprogramm ja gar nicht wirklich lesen und verstehen können. Ja, und die Zusammenhänge nicht schaffen. Und dann ist ganz klar, warum manchmal auch extreme Parteien Zulauf haben. Das sind im Übrigen nicht nur Leute, die irgendwie arbeitslos oder so sind, sondern wir haben auch einen hohen Anteil von Menschen in dieser Gruppe, die beschäftigt sind, häufig im Niedriglohnsektor, sehr Niedriglohnsektor. Und die können nicht weiterkommen, weil es ihnen eben an der Schriftsprache fehlt. Und was man auch noch mal feststellen muss, das ist der letzte Punkt da, Schulabschlusskurse. Da wird ein Schulabschlusskurs in Rheinland-Pfalz, glaube ich, mit 3.000 bis 5.000 Euro bezuschusst. Nicht pro Person, sondern pro Kurs. Also da ist vielleicht pro Person nachher ein Zuschuss von 300, 400 Euro. Und so ein Schulabschlusskurs, der so vorbereitet auf den Hauptschulabschluss, der hebt das auf, was vorher in 9 Jahren Schullaufbahn misslungen ist. Also wenn Menschen ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Das haben wir auch in Rheinland-Pfalz noch immer. Und da kann das eigentlich nicht sein, dass man sozusagen hinten raus etwas für
300 bis 500 € pro Person reparieren kann, wofür man vorher 9 Jahre lang unheimlich viel Geld ausgegeben hat. Und da gibt es also sicherlich einmal die Stellschraube, was läuft im schulischen Bereich verkehrt. Und auf der anderen Seite macht es Sinn, einfach doch ein bisschen mehr Geld in den Bereich der Schulabschlusskurse einzustellen und vielleicht auch mal jeder für sich mal nachzuschauen, werden in meiner Region eigentlich solche Kurse angeboten? Und wenn nicht, vielleicht initiiert man da mal auch etwas so auf kommunaler Ebene. Denn das Thema fehlender Schulabschluss ist ein Thema, was ganz Rheinland-Pfalz jeden einzelnen Landkreis betrifft. Ja, und dann kommen wir auch schon zum fünften Handlungsfeld und dem fünften und letzten Handlungsfeld der Erwachsenenbildung für die kommende Legislaturperiode. Ich habe das eben gerade schon an einem anderen Punkt angesprochen. Das Ministerium heißt aktuell Ministerium für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur. Früher war es auch nochmal die Bildung, also die schulische Bildung mit drin. Je nach, muss man so sagen, je nach Koalition und Wahlergebnissen und Proporz werden manchmal auch neue Ministerien gebildet. Das ist, muss man feststellen, ist so. Ja. Uns ist wichtig, dass der Name Weiterbildung immer in den Ministerien verhaftet bleibt, dass nicht plötzlich der Begriff komplett ausfällt. Hat was mit Aufmerksamkeit zu tun, hat etwas auch natürlich in den Medien mit zu tun, ob das jetzt wichtig ist oder nicht. Wir haben jetzt zwar die Weiterbildung als Name im Ministerium drin, aber es gibt keine, im Ministerium keine eigene Abteilung Weiterbildung. Die Weiterbildung ist eine Teilgruppe in der Abteilung Haushaltsrecht und so übergeordnete Themen. Da ist die so unterpunktmäßig platziert, hat also kein, also die Abteilungsleitung ist nicht speziell für die Weiterbildung zuständig. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn in der Öffentlichkeitsarbeit des extra Weiterbildungsministeriums die Weiterbildung zu selten vorkommt. Und das wollen wir gerne ändern. Also es sollte möglichst ein eigenständiges Ressort im Weiterbildungsministerium geben. Ein zweiter wichtiger Punkt, und den liest man auch häufig, aber jetzt auch mit immer mit irgendwelchen Hilfsmitteln oder Geldern, die sagen wir, aus Berlin oder auch aus Mainz zur Verfügung gestellt werden. Und dann hört man oder liest man, dass die nicht abgerufen werden, die Mittel. Und daraus wird geschlossen, ja, dann werden die ja nicht gebraucht. Häufig ist es allerdings so, dass die Mittel, die man abrechnen darf, so bürokratisch zu erreichen sind, beziehungsweise dass die Zugangsvoraussetzungen so unglücklich sind, aus Sicht derjenigen, die das gerne hätten, diese Fördermittel, dass das aus diesem Grund nicht abgerufen wird. Und im Bereich der Kultur gab es vorletztes Jahr eine geänderte Projekt- und Fördermittelabrechnungsmethodik, deutlich vereinfacht mit viel, viel weniger Formalismen. Und das Gleiche wünschen wir uns auch für die Erwachsenenbildung. Denn die Argumente, die damals bei der Kultur ins Feld geführt wurden, also sehr viele flächige Organisationen, da ging es ja nicht nur um die großen Theater, sondern die ganzen kleinen Kulturinitiativen, die im Land tätig sind, sehr, sehr viel Ehrenamt, ja, wenig Eigenmittel, all das gilt auch für die Erwachsenenbildung. Ja, wir haben einen sehr, sehr hohen ehrenamtlichen Anteil, würde man sagen 95%, ja, kaum ein Sportverein hat eine Hauptamtlichkeit auf der Geschäftsstelle und alles, was da an Kursen geplant und organisiert durchgeführt wird, das passiert ehrenamtlich. Ja, und von daher sehen wir eigentlich die gleichen Voraussetzungen erfüllt, aber es ist eben nicht so einfach, selbst innerhalb eines Ministeriums. Ja, Weiterbildung und Kultur ist ja ein Ministerium, das
zu vereinheitlichen. Denn es gibt da noch eine zusätzliche Organisation, die nennt sich ADD, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, die diese Prüfungen und diese Abrechnungen sozusagen da die Oberhand drauf hat. Ja. Und jetzt wäre es unser Ziel, dass es gelingt, bei der ADD die Erkenntnis siegen zu lassen, dass Weiterbildungsstrukturen und kulturelle Strukturen ähnlich sind und man dadurch eben auch das gleiche Förderrecht anwendet. Und als allerletzten Punkt, und der ist jetzt schon fast wieder untergegangen, also so schnell wie das hochploppt, ist es dann manchmal wieder vergessen, bis es wieder hochploppt. Ja, nach einem Jahr Pandemie haben wir auch schon vergessen, dass wir uns letztes Jahr im Januar, Februar, glaube ich, über die Bonpflicht in Bäckereien aufgeregt haben. Aber ja, das ist erst ein Jahr her. Und im Jahr davor, 2019, da stand plötzlich über die gesamten Erwachsenenbildung und über die Sportvereine und die Verbände, dass die Kursgebühr bzw. die Seminargebühr mit Mehrwertsteuer berechnet zu werden hätte. Das war ein Aufschlag der Bundesregierung und das war schon im Bundestag durch. Und aus Rheinland-Pfalz, also aus unseren Organisationen, also wir haben das dann anschließend transparent gemacht, im rheinland-pfälzischen Sport und dann auch auf der Bundesebene beim DOSB, dass da was im Busch ist. Und dann haben wir die Weiterbildung in Rheinland-Pfalz zusammen mit Baden-Württemberg eine Initiative im Bundesrat gestartet. Und im Bundesrat konnte das dann tatsächlich gekippt werden. Und es wurde entsprechender Druck auf die Bundesregierung gemacht. Die Bundesregierung zog dann diesen Punkt aus ihrem Plan wieder zurück. Und da haben wir gemerkt, dass wenn man zusammensteht und zusammen hält an diesen Stellen, dass dann sogar Bundespolitik veränderbar ist in diesem Bereich. Und das müssen wir jetzt weiterhin im Auge behalten, weil was wir ebenfalls gemerkt haben, Ungemach kommt häufig durch die Hintertür. Ja, in diesem Fall war das wirklich nur ganz zufällig entdeckt worden. Und zwar gab es das Gesetz zur Förderung der Elektromobilität. Und das ist dann die Überschrift von diesem Gesetz, und dann gab es irgendeinen Paragraphen, ziemlich weit am Ende, wo dann drin stand, ja, Fortbildungskurse, da fällt die Mehrwertsteuererstattung, also diese Entlastung von der Mehrwertsteuer, soll wegfallen. Und dann fragt man sich jetzt, was hat denn die Mehrwertsteuer von Fortbildungen mit der Förderung der Elektromobilität zu tun? Fachlich, sachlich erstmal gar nichts. Aber es ist ein gutes Prinzip der Politik, dass wenn sie etwas einführen, also wenn sie ein Gesetz beschließen, in dem Kosten entstehen, dass in diesem Gesetz andere Dinge ebenfalls aufgeführt werden, wo man diese Kosten dann wieder gegenfinanziert. Also, dass man nicht einfach nur ein Gesetz beschließt, wo man sagt, hier, das kostet so und so viel mehr, sondern es ist üblich zu sagen, es kostet so und so viel mehr und den Stellen sparen wir dann wieder etwas ein oder wir erzielen dadurch zusätzliche Einnahmen, damit die Kosten nicht so hoch sind. Und das ist damals nur aufgefallen, weil sich jemand explizit für Elektromobilität interessiert hat, hat sich das Gesetz für Förderung der Elektromobilität angeschaut, war zufällig aus dem Bereich der Erwachsenenbildung und las eben das Gesetz bis zu Ende. Ja. Seitdem wissen wir, Ungemach kommt durch die Hintertür. Es lohnt sich tatsächlich jedes Gesetz, das auf den Weg gebracht wird, zu Ende zu lesen. Also nicht nur die Überschrift, gilt auch für Zeitungsartikel, nicht nur die Überschrift lesen, sondern auch den gesamten Text. Und so konnten wir das noch abbiegen. Und wir wünschen uns natürlich, dass das auch in Zukunft so bleibt. Aber wenn die öffentlichen Gelder knapp werden, dann sucht die Politik immer wieder nach Möglichkeiten der Finanzierung. Da müssen wir aufmerksam sein. Wir wünschen, dass das weiterhin verhindert wird. Ja.
So viel zu den Zielen und den Handlungsfeldern der Erwachsenenbildung für die nächste Legislaturperiode. Da sind jetzt keine speziellen Themen drin. Das liegt daran, dass die 7 Organisationen eben sehr, sehr breit aufgestellt sind. Wir haben alle unsere eigenen Schwerpunkte. Also wir im Bildungswerk eben Bewegung, Gesundheit, Digitalisierung und gesellschaftspolitische Bildung auch ein Stück weit. Ja. Andere eher noch diesen theologischen Hintergrund, andere dann eher diesen naturwissenschaftlich-landwirtschaftlichen Bereich, im Volkshochschulbereich vielleicht noch mehr Sprachen, aber auch Gesundheit und Bewegung zunehmend. Wie also diese Sachen thematisch ausgefüllt werden, obliegt jeder Organisation selbst, aber in der großen Leitlinie sind wir uns da einig. Und kommende Woche, am 3. Februar, also etwas spät, das ist nicht direkt am Montag, ich glaube, das ist Mittwoch, kann ich euch dann auch schon die Ergebnisse der Befragung der Landtagsfraktion mitteilen. Wir haben einen Rücklauf angefordert bis zum 29. Januar. Am 3. Februar ist ein paar Tage danach. Da habe ich die dann schon mal durchgearbeitet, werde euch eine schöne Synopse aufzeigen, wie es da bei den Parteien steht. Vielleicht beeinflusst das ja euer Wahlverhalten oder eben auch nochmal darauf aufmerksam zu machen, eure Landtagsabgeordneten. Ich werde dann auf jeden Fall auch nochmal die Abgeordneten und Abgeordneten nennen, die da in den jeweiligen Ausschüssen sind. Ja, und meine liebe Kollegin Elisabeth, die im Hintergrund den Regie für mich übernommen hat, herzlichen Dank dafür. Hat schon eingeschrieben, ne, bei Fragen einfach reinschreiben oder eben auch per Mail im Anschluss, wenn einem da noch was durch den Kopf geht. Für alle diejenigen, die das im Real Life schauen, sowieso einfach Kontakt aufnehmen. Und ich weise jetzt noch ganz kurz auf das Programm der restlichen Woche hin. Morgen um 11 Uhr Rücken- und Bauchmuskeln, ein starkes Duo aus der Pfälzregion, ich meine so aus der Nähe von Kaiserslautern. Unsere Referentin Petra Butera stellt ein Programm für eine starke Körpermitte vor. Am Mittwoch wird mein Kollege Markus Böhm mit Michael Hilpisch vom Fußballverband Rheinland sprechen, wie die Sportorganisationen jetzt durch Corona kommen. Wie sieht es da auch mit Bildung in der Pandemie aus? Wer da Interesse hat, selber auch mal mit im Interview zu sein, darf sich gerne bei uns melden. Also am Mittwoch auch um 11 Uhr. Am Donnerstag um 11 Uhr haben wir wieder unseren Trainingsexperten Daniel Schwieder zu Gast mit dem Thema Trainingsplanung leicht gemacht. Und am Freitag geht es dann entspannt ins Wochenende. Unsere Entspannungsexpertin und Kollegin Claudia Rausch wird mit einer Meditation uns in die Welt der Träume nehmen, damit wir mit einer positiven Stimmung ins Wochenende starten können. Ja, ich bedanke mich jetzt bei euch für eure Aufmerksamkeit, euer Zuschauen. Wir haben heute die 200. Sendung gehabt. Ich habe noch ein bisschen Wasser im Sektglas und wünsche euch einen guten Start in die Woche. Auf bald, euer Marco.